Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, in gewohnter Manie gibt es wieder Energy. Warum in gewohnter Manie? Schaut in meine Playlist. Ja, ganz am Anfang der YouTube-Zeit habe ich relativ viele Energy Drinks getestet. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, lange ist es her, also testen wir nochmal. Also seid gespannt. Und zwar, Moment, jetzt hole ich jetzt mal ein Glas dazu. Moment, hier nochmal drin. Ah, Astrovia. So. Und zwar haben wir hier eine Energy-Dose Tantrum. Tatjana hier. Blutorange. Die gab es wohl. Ja, wo hab ich die gekauft? Keine Ahnung, Leute. Ich habe manchmal hier so Sachen rumstehen, um ein Video zu machen. Die stehen dann erstmal ein paar Wochen oder Monate hier rum. Ja, ich habe so viele Sachen hier gehabt und jetzt muss ich halt langsam mal abarbeiten. Aber ich glaube, die waren bei Norma, meine ich, wären die gewesen. Ja, genau, bei Norma gab es sie. Ja, also das ist jetzt die Blutorange. Probieren wir nochmal aus, wie das schmeckt hier. Oh, Junge, Junge, löscht man sich hier die Finger. Na, Geruch. Jo, ein bisschen bitter, ne? Oh, sehr dunkel hier. Ja. Ist aber sehr, sehr blutig dunkel. Schmeckt jetzt nicht so geil. Sieht aus wie ein ausgedrückter Tampon und schmeckt auch so. Also, oh Mann. Da kommt man auf so eine Idee. Hui. So, und dann haben wir hier Lemongrass. Schauen wir uns mal das Lemongrass an. Aber die Dinger hier, die sind schon brutal. Ja, hier ist noch Zitrone. Ja, probieren wir mal. Ja, schmeckt besser. Sagen wir mal so, schmeckt wie so eine Zitrone. Dafür, dass das Energy Drink ist, kann man machen. Ich glaube, die waren noch gar nicht so teuer. Ich glaube, die haben irgendwie so die 29, 30 Cent oder so gekostet. Ja, dafür kann man sie trinken. Also, wenn man schon ungesund, dann kann es auch billig sein. Ja, und hier habe ich eins, das gab's. Wo gab es das? Ich glaube, vielleicht steht es noch hier drauf. Das fand ich irgendwie faszinierend. Ich glaube, all die. Aldi, Penny, Lidl, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber was hier cool ist, ich weiß nicht, ob man es am Video sehen kann. Ja. Also goldschimmernd. Mach schon mal eine Lampe hoch. Da sieht man es dann eher. Oh ja. Ja. Da sieht man es so goldleuchtend. Da sind irgendwelche Glitzer-Sachen drin. Heißt, wenn man es dann getrunken hat und man geht auf Toilette, ist man Goldfinger, pinkelt man Gold. Ja, interessant. Ob es gesund ist, ist eine andere Sache. Aber sieht auf jeden Fall lustig aus. So, machen wir mal auf. Ein bisschen unter Druck die Flasche. Ja. Sieht auf jeden Fall nice aus. So. Schauen wir mal. Gut, im Glas sieht man jetzt nicht mehr so viel. Geruch, boah, riecht sehr, sehr süß, sehr streng. Ist aber gar nicht so süß. Also, ich hätte jetzt gedacht, ich kriege einen Zuckerschock. Aber nein, ist nicht so. Ganz ehrlich, schmeckt das ganz gut. Du hast kleiner Party-Gag, kann man das machen. Ja. Leider habe ich jetzt keine Energy Drinks mehr, also muss ich mich leider wieder verabschieden von euch. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen rauf, abonniert den Kanal. Ciao, bis zum nächsten Mal.